Wir sind in Rust. Herzlich willkommen im Europapark. Nein, wir sind noch nicht im Europapark. Wir gehen da jetzt erstmal hin. Das da hinten ist unser Hotel. Noch die nächsten zwei Tage. Montag und Dienstag. Heute ist nämlich Sonntag. Heute ist Sonntag, genau. Wir sind vier Tage hier am Start. Und wir gehen jetzt mal rüber zum Europapark. Zum Eingangsbereich gucken, was da los ist. Ich glaube, es wird voll. Es ist Bombenwetter. Es ist warm. Es war gestern auch schon ziemlich voll. Gestern war es ziemlich voll. Und heute filmen wir für euch. Und heute wird's nass. Heute wird's nass. Wir gehen jetzt mal rüber und nehmen euch mit in den Park. Auf geht's. Schön hier. Es ist Sommer. Es ist ungefähr 40 Grad mehr als im Winter, wo wir hier waren. Da war es nämlich minus 10 Grad. Und jetzt haben wir über 30 Grad. Also von daher wird das schön. Wir gehen jetzt hier rüber zum Eingangsbereich. Hier ist schon ganz schön viel los. Aber ist doch jetzt Hauptanreisezeit. Wir haben kurz vor... Um 9 hat der Park aufgemacht. Genau. Wir haben jetzt kurz vor 10. 5 vor 10. Der Park ist schon eine Stunde auf. Der erste Schwung ist sozusagen schon drin. Und wir kommen jetzt an im Eingangsbereich und den zeige ich euch. Das ist der Seiteneingang, wohlgemerkt, das ist nicht der Haupteingang, wo wir hier sind. Was ist da auf deinem Handy? Mein Resort Pass in Silber. Oh, den zeigen wir aber besser nicht. Damit wir jetzt in den Park reinkommen. Zeig den mal. Willst du dich auch anstellen? Aber jetzt sind wir drin, ne? Europapark, Eingang gut hinter uns gekriegt und hier ist die Main Street und wir gehen jetzt weiter in den Park. Es ist voll. So, drin im Park. Wir laufen jetzt hier erstmal in die etwas ruhigere Ecke. Hinter uns ist das Schloss Balthasar. Das Schloss Balthasar. Dem Wasserschloss gehört auch der ganze Park hier drumherum. Und die Familie Mack hat damals das Schloss gekauft, um hier den Platz zu nutzen. Als der Verkauf getätigt wurde, wurde festgelegt, dass hier auf dem Grundstück vor dem Schloss keine Fahrgeschäfte stehen dürfen. Deshalb ist hier ein wunderschöner Parkbereich mit vielen Blumen, vielen Skulpturen. Und, Rosen, die duften. Rosen, die duften. Und das ist wirklich wunderschön angelegt. Also wer Parkbereiche mag, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Und hier ist es ein bisschen ruhiger als sonst im Park. Hier kann man entspannen. Und das zeigen wir euch jetzt. So, eine Runde in dem ruhigen Garten hier gelaufen, wunderschön angelegt, viele Blümchen, alles schön geschnitten, die Sträucher, die Bäume, also wirklich toll. So, hier gibt es auf jeden Fall mehr Leute als eben, da hinten ist der Eingangsbereich, es füllt sich immer mehr. Und wo laufen wir jetzt hin? Wir laufen jetzt antizyklisch, also genau entgegen dem Strom, das ist immer so der Praxistipp an alle, die noch nicht so fit sind mit Freizeitparks, also immer gegen den Strom laufen. Weil die großen Achterbahnen haben jetzt natürlich Vollgas-Warteschlangen in so einem vollen Tag. Und wir laufen jetzt in die komplett andere Richtung vom Park, einmal links. Und gucken mal, wo wir auskommen. Wir gehen mal vielleicht zur Arthur oder so. Oder fahren mal große Sachen. Mal schauen. Da steht Jenny und Gaines. Ja,
Ja, und wie prophezeit sind hier weniger Leute unterwegs als auf der Hauptstrecke. Aber gestern war es voller. Gestern war es voller. Aber die meisten, wie gesagt, laufen vom Eingang rechts. Das ist so drin irgendwie in den Menschen. Und da läuft die große Masse hin und deshalb sind wir vom Eingang links. Und wir laufen jetzt hier. Und hier ist nicht so viel los. Jetzt sind wir hier rüber gewandert nach England. Hier geht's nach England und in England stehen zwei kuriose Fahrgeschäfte. Also eins so ein Crazy Bus, das kennt man, und das andere ist aber so ein, nennt man das? Crazy Taxi. Crazy Taxi, ah ja, okay, stimmt. Das kann man ganz schlecht erklären. Das sind so kleine, ja, so kleine Taxen. Taxen. So kleine Taxen, die im Kreis fahren. Das zeigen wir euch jetzt. So sieht das aus. Lustige Fahrt auf jeden Fall, sieht spektakulär aus. Fährt sich auch sehr lustig, immer erstmal gefahren, ne? Ja. Haben wir schon mal gemacht. So, hinter mir ist jetzt noch ein Bus, der sich so in die Lüfte hebt. Kennt man auch aus verschiedenen Freizeitparks. Und wir gehen jetzt weiter. Also hier ist übrigens noch der Bus. Moment, da, Bus. So, der steht aber noch da. Wir gehen jetzt weiter Richtung... Märchenwald? Richtung Märchenwald. Und der Bahnhof, der Parkeisenbahn ist auch hinter uns. Aber die habt ihr eben schon gesehen, die habe ich ja schon reingeschnitten. Und wir überholen die immer. Das ist immer sehr lustig, also mit der Parkeisenbahn ist man auch nicht wirklich schneller. Gesundheit. Und wir gehen jetzt mal durch den Märchenwald. Das tapfere Schneiderlein. Ja, Arthur hat 30 Minuten plus, also machen wir jetzt mal nicht. Wir hoffen, dass es heute Nachmittag da ein bisschen leerer ist. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter spazieren. Jenny will unbedingt Wasser fahren und Jenny will dazu auch noch unbedingt, dass ich mitfahre, Wasserbahn. Ich schau mal. Meine Ausrede ist zu kalt, gilt heute nicht. Es werden heute 32 Grad. Von daher muss ich wahrscheinlich mich heute in die Wasserbahn setzen. Also auf Instagram haben sie schon gesagt, du sollst dich nicht so anstellen, du sollst fahren. Ich stell mich immer an. Meistens hinten in der Schlange. Gleich geht's los. Ich glaube, so schlimm wird's nicht. Gerade Tiroler Wildwasserbahn gefahren und entsprechend nass geworden. Also die ganze Seite.
Man sieht's nicht, ich bin nass. Bist du auch nass? Ich auch, ja. Hier, die ganze Seite ist nass und ich bin so nass. Nass. Mach ich nicht mehr. So, hier hinter uns ist das Spices, ein sehr, sehr cooles Restaurant, sehr lecker. Die haben so außergewöhnliche Sachen, eher so orientalisch, ne? Küchen der Welt. Küchen der Welt. Spices, bisschen würzig, sehr schön. Habe ich gestern gegessen, ein Lachs auf so einem Reis mit einer Kokossoße. War sehr lecker. Was hast du? Ja, hier, ich hatte das hier. Ich weiß nicht, ob man sieht. Beef Tomato. Tomato. Und ich hatte das da ganz links. Hulu, Huli, Guli, Huli. Und, aber das Coolste an dem Restaurant ist eigentlich, hier, dieser Geheimweg. Wir gehen mal diesen Geheimweg hier lang. Hier ist ein ganz toller Geheimweg. Da kommt man hier zu einer Terrasse, die immer voller Leute ist. Weil hier, wenn die Leute nass gespritzt sind, man kann das immer gut sich angucken. Das hier ist mit Abstand, da, das hier ist mit Abstand die beste Stelle im Park. Also hier kann man für 50 Cent dreimal die Leute nass spritzen. Man muss natürlich genau abwarten, dass die Leute auch da sind, wo man sie haben möchte. Aber ich habe schon genug Beispiele erlebt, wo das genau die Leute getroffen hat. Gestern ist sogar ein Boot zweimal getroffen worden, das war auch sehr lustig. Soweit. Ich fahre Atlantica Super Splash. Ich bin gespannt. Ich bin ja eh einmal nass von der Wildwasserbahn. Können wir jetzt auch noch hier die großen Boote mitnehmen. Ja, da einmal dick Platsch machen. Jenny freut sich, hoffe ich einfach mal, dass ich das für sie tue. Ich hoffe, es wird gebührend gewürdigt. Toll, bis wir da hinten sind, bin ich wieder trocken. Fange ich wieder neu an, nass zu werden. Wasserbahn wird meine neue Lieblingsattraktion, ganz klar. So, gerade Atlantica Super Splash gefahren. Ich habe hinten rechts außen gesessen. Ja, es ging. Ich habe so ein paar Spritze abgekriegt, aber nicht halb so viel wie bei der blöden Tiroler Wildwasserbahn eben. Da bin ich einmal richtig nass geworden. Aber hat Spaß gemacht. Kann man mal machen. Ich glaube, Wasserbahnen wären die neuen Lieblingsattraktionen von mir. So, wofür stehen die Leute da? Oder wofür sitzen die Leute da? Wegen der High-Dive-Show, die jetzt hier neu vor Atlantica Super Splash ist. Da hinter uns. Vielleicht kennt der ein oder andere das schon aus dem Toverland. Gab es jetzt die letzten Jahre im Sommer immer. Dieses Jahr im Europapark. Also wer sich sowas gerne anschaut, kommt vorbei, guckt euch die Show an. Zeiten findet ihr in der App. Hier gibt es kein Schild, wann die Shows sind. Standortschild. In der App nachschauen. Ja. Und wir gehen jetzt mal rüber zu Piraten in Batavia. Genau, da treffen wir nämlich den Fabian.
und noch ganz viele andere vielleicht. Mal schauen. Wir gehen mal rüber zum Piraten über Tatja. Nein. Oh Gott. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Gruppe wird größer. Direkt mal das weiße Topf. Ich muss jetzt hier. Das ist ganz schön übertrieben, die oder? Magazine laden, ja. Die Magazine laden. Geh mal die Magazine
Klo geht schon wieder. So, Piraten mit Taviar gefahren, wunderschöner Tag, war toll thematisiert, arbeiten viel mit Gerüchen und so, das ist richtig toll, fahren wir immer gerne, wenn wir hier sind. Ne? Genau. Du bist auch da. Wie hat's dir gefallen? Mir hat's auch sehr gut gefallen, ich fahre hier echt sehr gerne mit, besonders weil die Wartezeiten meistens nicht so lang sind. Ja stimmt, wir haben jetzt wie lange gewartet? Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht? Genau. Wir sind eine Riesentruppe und da laufen wir jetzt mal mit. So, so weiter geht's. So, hier gehen wir jetzt rein. Hier ist eine Show. Ich bin mal gespannt, was es da zu sehen gibt. Hier ist die Show. Die Rückkehr des Sultans. Die Rückkehr des Sultans. Wir sind übrigens in Spanien, was man den Geräuschen nach nicht beurteilen kann. Doch, natürlich Spanien. Wir sind in Spanien. Die Rückkehr des Sultans geguckt im, wie nennt man das? Der spanischen Arena de Fiesta. In der Arena de Fiesta, so heißt das Ding. Achso, nein. Nein, wir waren falsch. Okay, wir müssen. Böse. Nein, in der spanischen Arena, so, Entschuldigung. Wir waren in der spanischen Arena. Wahrscheinlich. In der spanischen Arena und haben die Rückkehr des Sultans geguckt, ein Spektakel mit Pferden und ein bisschen Akrobatik auf Pferden. Okay, kann man sich nochmal angucken. Also wir gucken es heute nicht nochmal, weil wir haben noch was anderes vor. Unter anderem will Jenny sich jetzt noch ein bisschen duschen. Bin sehr gespannt. Die Sonne geht jetzt weg. Das ist voll gut. Dann ist es ein bisschen geschützt. Es ist unheimlich warm heute. Und ja, wir gehen jetzt mal nach Griechenland. Das sind nur ein paar Meter von Spanien. Und gleich sind wir schon da. Street Entertainment! Wink mal! Kann ich winken? So, zwei Minuten gelaufen und schon sind wir in Griechenland angekommen. Und jetzt gehen wir mal hier bei Poseidon gucken. Da kann man ganz schön nass werden und Jenny möchte das, weil es ist unfassbar warm. Wie viel Grad haben wir? 30? 32 Grad? Ah, mit so 32 Grad schwüle Hitze und was ist da besser als eine kleine Dusche und die holt sich Jenny jetzt. So, wir sind jetzt hier angekommen bei Poseidon, ganz schön laut. So, ich mach das jetzt. Ich gehe jetzt duschen. Ach, guck, wir sind. Und die bleiben hier. Ja, natürlich bleiben sie. Die gucken nur blöd. Ich kann ja mal so vortesten. Die das macht. Nee,
Hat voll Spaß gemacht. So, jetzt Fabian. Abgelehnt. Merkst du gar nicht. Jetzt sind wir unterwegs zu Silverstar, geht es 73 Meter hoch, B&M, Riesenachterbahn. Anstehen ist 20 Minuten, das ist okay. Heute Morgen waren es irgendwie 40 oder 45, das ist schon sehr, sehr lang, aber 20 Minuten, dann nehmen wir das gerne mit. 73 Meter hohe Achterbahn, eine der höchsten in Deutschland. Silverstar gefahren, was ein Gerät. Nachmittags schön eingefahren, schön warm, herzlich flott. Wir sind gefahren in Reihe 5, das ist die Reihe mit der meisten Airtime, genau in der Mitte sozusagen. Boah, hat ultra viel Spaß gemacht, ne? Neben ist der Fabian noch, Jenny ist da hinten. Irgendwo, da ist Jenny. Und ja, was wir jetzt machen, wissen wir noch gar nicht. Wir müssen einfach diesen Frozen Dingern essen. Oder was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Okay, wir gehen erstmal hier runter, wenn ich nicht im Weg stehe. Leute getroffen, wie das halt so geht. Das glaubt man ja gar nicht. Wo stehen wir denn jetzt an gleich? Wir? Ich. Mit Fabian und dem Rest beim Pure Drafting. Und der Mike, der muss ja filmen, wie wir eventuell nass gemacht werden. Ja. Deswegen kann der auf keinen Fall mitfahren. Auf keinen Fall. Völlig unmöglich. Nee. Jetzt ist. Ja, mal schauen. Also wir sitzen jetzt im Rafting und Mike filmt uns gleich, wie wir hoffentlich nicht nass werden. Ja. Mal schauen. Diese Stille hier im Boot. Habt ihr Angst, nass zu werden? Nein. Nein. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, schon. Die Haare sitzen aber noch. Dankeschön. Noch. No. Oh nee. Oh nee. Ja, gleich nicht. Oh, oh nein! Wir gehen natürlich genau jetzt in die Richtung, wo das Ding hinfährt, ne? Gleich voll in den Nacken rein. Oh, wie schön! Oh nein! Oh nein! Es geht ja noch! Oh nein! Oh nein!
dasselbe wie gestern. Rückenmast. Glück gehabt bisher? Ja, ja. Auto da rücken. Ja, dann war's das hier aus dem Fjordrafting. Wir sind einigermaßen trocken geblieben, oder? Ja, doch. Mal gucken so durch die Runde. Ja, sieht gut aus. Haare sitzen immer noch. Und wir melden uns dann gleich wieder. Wir gehen mal gucken, was mit Blue Fire geht. Mack Launch Coaster, sind sehr gespannt. Also, das heißt gespannt, kennen wir ja schon ein paar Mal. Eine Runde Blue Fire gefahren, war gut wie immer. Hinter uns ist ganz schön laut Wodan am Start und dann gehen wir jetzt mal gucken, wie viel Wartezeit da ist. Vielleicht nehmen wir das eine Runde mit, wenn es nicht ganz so voll ist. Mal schauen. Und dann gehen wir jetzt mal rüber, eine Runde zu Wodan. Wodan gefahren. War gut, rappelig wie immer, aber jetzt wirklich warm. Wir haben schon den ganzen Tag hier verbracht bei über 30 Grad. Den Rest der Truppe haben wir schon verabschiedet. Wir begeben uns jetzt Richtung Ausgang, weil wir jetzt was essen gehen. Und ja, dann machen wir gleich, sehen wir uns am Parkausgang nochmal wieder. So, da sind wir. Also raus aus dem Park gerade, ne? Genau. Es war wunderschön. Wir waren 4 Tage hier im Park.
haben nicht alle Tage gefilmt, haben auch nicht alles gefilmt, was wir gefahren sind oder was wir gemacht haben. Ist einfach unfassbar viel. Wie hat es dir gefallen? 4 Tage im Park? Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Besonders bei schönem Wetter ist der Park ganz, ganz toll. Die Blumen duften, die Blumen sind so schön bunt. Und ja, vor allen Dingen Mike konnte mal Wasserbahn fahren. Oh ja, ich bin Wasserbahn gefahren. Eigentlich fast alle, die es da gibt. Ne? Ja, ich glaube genau. Schon. Also wir hatten auf jeden Fall 4 wunderschöne Tage. Der Park ist super gepflegt, super sauber. Das ist unfassbar, was man hier an Blümchen pflanzt, die Anlagen in Schuss hält. Auch die Attraktionen fuhren alle super. Und dann hatten wir natürlich am 3. Tag, als wir hier waren, noch nicht ein nicht so schönes Erlebnis. Wir waren gerade auf der Bobbahn, als wir Schwarzen Rauch gesehen haben. Aus dem spanischen Themenbereich gab es ein Großfeuer. Aber es war alles organisiert, entgegen etlicher Meldungen in den Social-Media-Kanälen. Gab es überhaupt keine Panik, es war alles gut organisiert. Das Sicherheitspersonal hat den Park evakuiert, Stückchen für Stückchen. Und es gab keine Panik, alles war so, wie es eigentlich laufen muss. Gott sei Dank ist nicht viel passiert, hätte schlimmer ausgehen können. Wir sind froh und mutig, dass es so gelaufen ist, wie es ist. Sachschaden kann man ersetzen, alles andere eher nicht, von daher. Ja, das war zwischendurch ein kleiner Wermutstropfen. Und ansonsten hatten wir tatsächlich 4 tolle Tage hier und viel erlebt, viel gefahren. Das Hafenfest noch mitgenommen im Kronasar hinten bei Rolantica, auch voll gut, sehr zu empfehlen. Und wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Genau. 4 Stunden brauchen wir noch ungefähr, 4,5. Es ist schwül heiß, 33 Grad würde ich schätzen. Und ich freue mich jetzt auf die Klimaanlage im Auto. Und wenn ihr das Video seht, ist es bestimmt schon wieder kälter, hoffe ich. Von daher, macht's gut. Bis demnächst.